Hallo und willkommen bei Explore Angola. Heute besuchen wir Mossamedes in der Provinz Namibe, ein Ort, der sich für die Stadterneuerung einsetzt und jungen Künstlern und Kreativen Möglichkeiten bietet. Durch die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft erlebt Mossamedes eine echte Renaissance, die sich durch lebendige Farben, einen erneuerten Gemeinschaftssinn und eine Feier der Geschichte einer Stadt auszeichnet, die sich der Kunst, der Architektur und dem Kino verschrieben hat. Mossamedes, ein Tor zur Namibe-Wüste im Südwesten Angolas, ist einer der wichtigsten Fischereihäfen des Landes. Eine treibende Kraft hinter dem Neustart ist Emma Samali da Silva, Vizegouverneurin der Provinz Namibe. Die erste Phase des Piro-Programms war durch eine Strategie gekennzeichnet, die darauf abzielte, einen integrativen, kollektiven Geist in der Stadt zu schaffen. Der nächste Schritt nach dem Bewusstseinswandel, die Organisation des Faceliftings. Es geht um die Fassaden, die Restaurierung des historischen Zentrums. Es gibt auch eine Dienstleistungsachse, die darin besteht, Partnerschaften mit kleinen Unternehmen zu schaffen. Im Rahmen der Umgestaltung des Stadtbildes will die selbsternannte Stadtarchitektin alte Relikte wiederbeleben, wie dieses Auditorium, das nie eröffnet wurde. Maschinenhaus, Kino, Galerien für Künstler. Nach der Unterbrechung der Bauarbeiten durch den Bürgerkrieg plant Samali da Silva, das Projekt endlich fertigzustellen. Das Kino wartet seit 1974 auf seine Eröffnung. Unterstützung erhält sie von Hildeberto Alfredo Madeira, dessen Vater zu den Erbauern gehörte. Man sollte es den Erbauern gleich tun und vor allem auf nationaler und internationaler Ebene zeigen, was in dieser Provinz alles möglich ist. Nicht nur auf dem Gebiet der Kunst, nein, sondern auch auf dem Gebiet der Kultur. Samali da Silva mobilisiert ein Heer von Malern, um die Fassaden von Gebäuden und Häusern in der ganzen Stadt zu verjüngen. Auch die Besitzerin dieses Hauses profitiert davon. Unsere Häuser sind wunderschön geworden, Gott sei Dank. Wir sind sehr dankbar dafür. Ein privates Unternehmen, das sich an den Bemühungen beteiligt, ist Tucamac Teto Asociados. Die Bürger unserer Gemeinden erleben immer einen Schock, wenn ein Team in ihren Lebensraum eingreift. Aber das Wichtigste ist der Dialog. Sie beobachten in der Tat ein neues Aussehen der Gebäude, der Räume. Auch Straßenkünstler wie Johannes Sillas und Paulo Daniel sind mit von der Partie. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Provinz nicht stehen bleibt, dass sie weiterhin eine schöne Provinz bleibt, dass Künstler sich mehr und mehr ausdrücken, dass diese Wände zum Leben erweckt werden und dass unsere Kultur in jede Wand dieser Stadt gestempelt wird. Also, wir schaffen ein Bild mit sehr vielen Emotionen. Wir malen einen Jungen, der Wasser vom Boden trinkt. Wir versuchen, die Bedingungen im Süden Angolas darzustellen. Eines der Gebiete, die am stärksten von der Dürre betroffen sind. Über die Kunst hinaus schafft dieses Projekt auch Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung. Dieses Unternehmen stellt Farben für das Projekt her. Vielleicht kommen sogar mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit heraus, denn Kunst ist auch ein Job. Wir holen Menschen aus den gesellschaftlichen Randgruppen heraus. Das ist es, was wir wollen. Wir könnten mehr Menschen für die Kunst gewinnen. Die Stadt und auch ihre Strandkultur. Mehr Farbe für den Sonnenschutz am Meer. Wir gestalten unsere Stadt ein bisschen bunter, ein bisschen lebendiger und sicherlich auch attraktiver, sowohl für diejenigen, die Geschäfte machen wollen, als auch für diejenigen, die die Sehenswürdigkeiten besuchen wollen. Was für eine Stadterneuerung. Das war's für heute von Explore Angola. Sie können diese Reportage noch einmal auf euronews.com sehen.